Servus und hallo bei HNTV, ich bin der Andi, begrüße ich dich zum heutigen Bibelvers für den Tag. Wow, es ist jetzt schon die 7. Ausgabe. Wow, ich kann eigentlich sagen wow. Und bis jetzt haben wirklich die Bibelstellen ja wirklich immer gut zueinander gepasst. Und auch heute passt die Verse aber dazu. Und ich bin echt begeistert von diesem Format. Und ich hoffe, es geht dir genauso. Und ich bin gespannt, was uns noch Gott mit diesem Format noch zeigen möchte und sagen möchte. Und wir legen los. Eine Bibelstelle, die wir schon in den Glaubensimpulsen hatten. Es geht um die Bergpredigt, ein Vers aus der Bergpredigt. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, was ist mit der Bergpredigt. Die wird sicherlich irgendwann noch wieder kommen. Aber aktuell habe ich noch kein Go von Gott weiterzumachen in dem Bereich. Und deswegen, es wird sicherlich irgendwo, ich habe auch das Gefühl, dass der Herr möchte, dass wir es immer wieder machen. Aber aktuell sind, glaube ich, andere Sachen eher dran. Und jo, aber ich habe jetzt genug gelabert. Und wir gehen jetzt einfach mal in den Bibeltext, in den Bibelvers. Ihr seht, ich bin immer noch Bibeltext von Glaubensbussen. Ich muss mich noch dran umgewöhnen, aber es wird schon, es wird schon. Gib dem, der dich bittet, und weise dir nicht ab, der etwas von dir borgen will. Jo. Wir sollen niemanden abweisen, wenn jemand Hilfe braucht oder was von uns braucht. Gib ihm, auch wenn dir sehr am Herzen liegt, der Gegenstand oder die Sache. Hilf lieber dem Mitmenschen. Das mag Jesus lieber, als wenn wir an irgendwelchen Gegenständen festhalten. Und ich hoffe, dass wenn dich jemand um was bittet, dass du es ihm gibst. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Bibelvers, den du in der Bergpredigt gesagt hast. Wenn jemand uns was bittet, dann soll man geben, Herr. Bitte mach, dass wir gebende Herzen haben und nicht nachtrauen, wenn wir was geben, Herr. Ich danke dir dafür, dass du uns dahin führst, dass wir wirklich gebende Herzen haben. Danke dir dafür. Amen. Ich danke dir auch dafür, dass du dir heute die Folge angeschaut hast. Ja, diese ersten 7 Tage waren echt sehr interessant. Ich hoffe, die nächsten 7 Tage werden genauso interessant. Und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, Servus, euer Andi.